klar. Dann hab jetzt nur noch Schmerzen. Das müssen wir später machen. Ja. Alles klar, dann auf hier weg. Ja. Wie geht das? Als erstes, wir kommen direkt. Oh. Rennen. Komm, geh. Nicht stehen bleiben, jetzt direkt losgehen. Zurück zu den Fahrzeugen. Es kann sein, dass sie jetzt hier runterkommen, ne? Ah, Stellung im Fahrzeug. Oh, mir geht's echt nicht gut, Mann. Der Arsch hat mir vorher die Weste getroffen, ey. Eigentlich kann ich das Ding an, ne? Das Wort hat einen Sanitäter, ne? Du darfst vielleicht der mal Zeit haben. Ja, die sind noch gerade uns selber ausrüsten und so weiter. Die kommen mal. Also schwer. Ich versuche Zentrale zu erreichen. Und wo sind die, wenn man sie Zentrale braucht? Für Winters, komm! Zentrale für Winters, kommen! Wer ist denn jetzt alles verletzt von euch? Du hast noch Schmerzen, glaube ich. Ja, ich habe auch noch Schmerzen. Es hat voll die Kugel. Ich. Oh Gott. Ich glaube, das ist noch eine Rauchen, ey. Scheiße, Mann. Das war ein Magazin, ne? Das ist viel zu knapp. War auch noch zwei. Gib mir mal Morphium. Ich hab zu starke Schmerzen. Hat jemand noch ein Pistolenmagazin über? Habt ihr was? Jo, ich geb dir eins. Mart, ich geb dir eins. Nee, lass die anderen. Die haben immer große Kräfte. Die brauchen die Pistole weniger. Ich dachte, ja. Ich meins hier bei euch unter. Ein Magazin, Zentrale für Winters, kommen! Ist wieder nicht erreichbar. Hast du Langfunke? Nee, haben wir nicht. Ich dachte, es hätte gegeben. Die alten Dinger, die wir haben, sind ausgesondert. Die funktionieren. Wäre wenigstens nur MP5 gut gewesen oder sowas, ne? Na gut, vielleicht haben wir einfach nichts. Mein Gott, wir sind auch dafür nicht geeignet. Wir müssen eine Untersuchung ablegen. Der Tod von Baker zum Beispiel. Ja, ich glaube, wir wissen ja, wer der Täter ist. Das Kartell. Die haben Rache genommen für das Aufräumen damals, ne? Könnte ich mir noch vorstellen. Dass das die Gauss-Einheit ist und warum haben die Informationen und wir nicht? Naja, vielleicht haben wir einen Maulwurf in den eigenen Reihen. Ey, dann hätten wir ja auch gewusst, wer das ist. Nö, wenn der sagt. Ja, einer in der Chefetage. Wo die Informanten sind, die sind doch, die Ex-Militärs sind doch bestimmt abgetaucht gewesen oder sowas. Nämlich auch sehr stark an. Vielleicht einer in der Chefetage. Du weißt ja, zu den unteren Rängen sickert's nie durch. Ah, wir wissen nichts. Müssen gucken. Ich ist gerade mit der US Navy am Funken. Vielleicht kommen die uns da zur Hilfe. Aber ihr kennt das ja, die Politik, das dauert wieder Tage. Bis die da was machen dürfen. Ja, eben, das dauert Tage, wenn nicht Wochen. Wir müssen die Fahrzeuge dann hier lassen. Abrücken ist dann durch den Dschungel.
Warum das? Also, das ist aber... alles umstellt ist. Jede Straße ist vom Kartell besetzt zurzeit. Aber wir könnten eigentlich das Fahrzeug vom Zivilisten beschlagnahmen, weil das wäre geländegängig. Ja, die Offroader sind auch geländegängig. Ja, aber nicht so stark wie der, hat wirklich 4x4 da hinten. Durch den Dschungel, das musst du dir mal vorstellen, das sind viel zu viele Bäume, wir lassen mich scheiße hier, da kommen wir viel schneller voran. Die eure Habseligkeiten da raus und das ist gut. Ich hab alles am Mann. Zu dem Thema. Ein Fahrzeug. Ich glaube, da hat mich gehört. Oh. Es wird aber noch eine Möglichkeit geben. Aber der hat keinen Bock mehr zu warten, ist verständlich. Der hat einen Unfall gebaut. Müssen wir gucken gehen oder was? Es würde noch eine Möglichkeit geben. Obwohl. Das vom, ist Befehl von oben, wir sollen die Fahrzeuge hier stehen lassen. Dann nimm einfach den. Nach dem Zivilisten gucken? Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, ich und Jada kümmern uns schneller darum, ihr habt die größeren Knöpfen. Wir wollen kurz gucken, ob was los ist, wenn er keine Hilfe braucht, gehen wir direkt weg. Alles klar. Wie gesagt, funk was durch, wenn was ist, ne? Ja. Wie gesagt, kein Risiko eingehen. Wollt ihr nicht schnell mit dem Auto runterfahren? Ach Quatsch, geht schon. Braucht Deckung. Ich glaube, der ist gegen die Leitplanke geknallt. Guck, da steht er. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Hallo? Brauchen Sie Hilfe? Alles okay mit Ihnen? Brauchen Sie Hilfe? Ich guck mal nach ihm. Das sieht ganz okay aus. Jo. Warum ist der Blut verschmiert? Warum echt nicht geworden? Ich check mal Puls. Alles klar bei euch? Ist normal. Ja, wir haben den Zivilisten gefunden, der ist Blut verschmiert und der geht's überhaupt nicht gut. Der ist in Ohnmacht gefallen. Sehen aber keine Einschnitte oder sowas. Okay, komisch. Er ist nicht ansprechbar. Oh, jetzt. Ist er tot. Oh, der hat Schnitte und Prellungen. Soll ich ihn erst versorgen? Ja, ich versorge ihn. Dann kannst du mal einen Krankenwagen anfordern oder so. Ich hab keinen Puls mehr. Ah, komm schon. Kein Blutdruck. Stirb's mir hier nicht weg. Ich mach HLW. Oh, Schuss, weg, abbrechen. Oh, ich kann nicht abbrechen. Geht's euch gut? Hab abgebrochen. Das Fahrzeug ist explodiert. Geht's euch gut? Ja, uns geht's gut. Aber dem Typen hier nicht. An den Zivilisten, ich glaube, der Zivilist ist tot. Ja, er ist tot. Scheiße. Scheiße. Alles klar, lass mal weg, Alter. Nicht, dass wir noch mehr Explosionen kommen. Irgendwelche Shrapnel abbekommen. Was davon? Dem ist nicht mehr zu helfen. Wir kommen zurück. Zivilisten kann man leider nicht mehr helfen und ich habe Angst ein bisschen, dass wir irgendwie Schnappnelle von der Explosion abbekommen. Ich habe eher Angst, dass die anderen vom Kartell merken, dass hier oben was los ist. Wollen wir eine Wagenburg aufbauen mit den Fahrzeugen? Officer Winters hört. Detective. So verstanden, negativ, also das, was wir entdecken konnten, sind leichte Infanteristen, eigentlich relativ gut bewaffnet, halt kartellmäßig und mehrere Fahrzeuge. Näher konnten wir nicht ran, aber unter Beschuss geraten und leider auch zwei Verletzungen hinnehmen mussten. Kommen.
Kommen die Schüsse von hinten? Nee, in der Tankstelle. Passen Sie auf, es scheint wohl ein bisschen mehrere zu sein. Wir werden hier die Stellung für Zivilisten halten und können Zivilisten zu ihm durchkommen lassen, klar? Schlagen die Schrapnelle ein? Das kann gut sein. Hast du ihm den Zivilisten gemeldet? Ich muss jetzt Zentrale melden. Wir haben gerade ein bisschen zu viel um die Ohren. Und der SWAT ist gerade da und ich möchte den nicht in den Punkt kreuzen, wenn die gerade. Ja, und sonst schreibe ich einfach einen Rapport. Ja, schreib mal. Du hast doch noch bestimmt noch. Ja, unser PDA, oder? Jupp. So schreiben, ja. Dann piepst ihn nur an. Mhm. Dass er hier eine Leiche hat. Und mal irgendwie gegebenenfalls irgendwie jemand hinschicken müssen, sobald er das beruhigt hat. Jupp. Ja, gut, mal diesmal sind wir schuld. Wir haben hier den Kaffee gebracht, ne? Ja, gut. Fahrzeug von hinten, Zivilist. Ja. Hab ich drüben. Mister, halten Sie Achtung! An. Mensch, Mister! Alles okay? Warte, nicht erschießen! Ich hab ihn! Er nimmt die Waffe! Also ich wollte ihn gerade festnehmen. Sorry, aber der hat sich zu mir dreht. Ja, ist in Ordnung. Gut, ich kontrolliere das Fahrzeug. Nicht, dass da noch irgendwas. Ich guck nach vorne. Weiß, guckst du nach hinten? Jawohl, ich übernehme Nordwest. Jo, ich nehm Südost. Ich werde mal die ganze Munition und sowas beschlagnahmen und die Waffe, weil die brauchen wir anscheinend. Ein bisschen zu hart. Scheiße, ich bin nur kurz pissen gegangen, Mann. Ich verbind mich mal kurz, ich hab Schaden gekriegt. Ich bin grün. Linker Arm und linker Torso aufgegangen. Brauchst du Hilfe? Da geht's. Wir müssen schon gehen. Komm, mach mal weg, wir müssen weg, nicht das Scheißding noch hochgehen. Nee, es hat nur die zwei Reifen verloren. Ja, aber wer weiß. Hab drauf geschossen. Ich lieber weg, ey, bevor wir da was riskieren. Ich denke, das wäre der Abholer gewesen für die anderen. Ich funk mal SWAT an. Muss ich auf zwei Minigranaten gefunden. Windows, komm. Was? Ja, und, so versucht, und im Inventar? Aufholen, aber möglicherweise war es so ein Patronengurt, die habe ich ihm abgenommen. Die ansässigen Kartelleinheiten kommen. Also verstanden, wir versuchen noch die Stellung zu halten, aber wie gesagt, wenn es zu heiß wird, ziehen wir zurück. Ich laufe mal ums Fahrzeug rum, vielleicht hat er noch irgendwie Sprengsätze oder so. Ich hab ne AK, ich weiß gar nicht, wie man da wirklich mit umgeht, ey. Killen, schießen. Ja, ich meine, viel anders als die M4 muss ja auch nicht sein, ne? Bisschen ungenauer. Ich höre wieder Schüsse an der Tankstelle. Ja, das Wort geht kurz vor Zugriff. Scheiße, man, ich wollte ihn festnehmen. Fahrzeug! Schießen, wir schießen, volle voll! Mann, die hätt's nicht erschießen. Ich bin aber. Meine Ohren! Sorry. Gott. Der war bewaffnet, da ist noch eine Waffe. Ja, ich geh checken.
das sein, dass das Fahrzeug vom Schief ist? Hm. Kennst Kennzeichen nicht, aber ja, kann sein. Es war schon komisch. Am Anfang standen zwei schwarze SUVs da vorne und dann plötzlich, als sie wieder kamen, plötzlich einer rot oder orange. Weil der Chief war ja noch da. Ja, aber vielleicht hatte das ja das Kartell irgendwie zur Verfügung gestellt. Jo, ich bin bewaffnet jetzt. Keine Beweise, es gibt viele SUVs. Aber bestimmt, das ist nur Bescheid. Hier ist noch Magazine nicht, die... und Granaten drin, gell? Wo, im Auto? Nein, hier von dem Typ, der hier vorne liegt. Lass die Granaten da. Ich hab 7 Magazine mitgenommen jetzt. Hey, zwei wir sind noch keine Ahnung, wie das funktioniert, Mann. Wir haben keine Ausbildung. Ja, aber wenn das Zivilisten finden, stell dir mal vor, Kinder gucken hier. Ach, kannst du es ja nicht einfach liegen lassen. Der andere ist leer, das weiß ich. Und zurück zur Straßensperre. Wir müssen hier weg. Achtung, noch ein Fahrzeug. Einer aus! Siehst du noch was? Ist bekämpft. Ey, der ist nicht tot, der hat sich nur hingelegt. Komm, wir ziehen zu uns Fahrzeug zurück. Jo, okay. Geh hinten rum. Komm zurück! Doch, ich blut doch. Was hat dich denn erwischt? Wunden wieder aufgegangen? Ja. Auch gar nicht mitgekriegt. Melde, das flüchtende Fahrzeug Richtung Norden ist angehalten, eine Person ausgestiegen, ist zwar verletzt, aber noch nicht bekämpft, möglicherweise wieder zu euch unterwegs. Kommt. Ich will so eine Scheiße nicht, Mann. Ich leg mal die beschlagnahmte Granate ins Fahrzeug. Ja. Ey, wir lassen die Fahrzeuge ja hier. Stimmt auch wieder. Verstanden, sind unterwegs. Meldung für Sie, ich und ein Kollege haben feindliche Waffen bei sich im Besitz. Das ist ein AK-SU oder sowas. Irgendeine AK-Variante. Genau, kann ich es nicht erkennen. Komm. So verstanden, komm jetzt. Ende. Alles klar, lass uns auf den Weg machen. Weißt du, bist du. Ey. Komm, lass hier. Du lass doch mitnehmen. Ja. Du bist sicher bis da hoch. Ja, komm, fahr weg. Ja, aber das linke nur. Das rechte, keine Ahnung. Lass es da. Gut aus. Ja, gut, dann lieber beide. Oder was? Zum Glück hat er nicht voll erwischt. Ich habe ihm die zwei Reifen noch weggeballert vorher. Ja, sehr gut. Guck mal, ob der da längst tot ist. Wissen wir da rechts? Ja, der ist tot. Weiter. Jo, hier hat's recht gescheppert, ne? Stell mal das Fahrzeug quer. Komm, stell das Fahrzeug quer. Jo. Jo. Lass so stehen. Winters. Wir haben das Fahrzeug quergestellt, Mann, ne? Ja, okay, das ist echt ein bisschen. Ja, ist nur ein Lackschaden, das kriegen wir wieder hin.
Guck mal die Scheibe an hier, ne? Ja, komm. Da hat Winters gesessen und hat ihn nicht erwischt. Ja, hinlegen. Mit ihren Leuten bitte hier die Umgebung abdecken. Ich will nicht, dass sich hier irgendwas unbemerkt der Tankstelle nähert. Wurde befohlen, blau übernimmt Süd und West, rot übernimmt Nord und Ost. Alles klar, dann suchen Sie bitte auch eine Position, nicht gerade hier am Auto hier stehen. Wir haben quergestellt, ne? Also, nochmal, dass ihr es versteht. Rot übernimmt die Deckung von Süd und West. Position. Oh, Officer Winters. Sky. Ich würde sagen, wir sind Moab fertig. Hier. Ja, guten Tag, Captain. Okay, so, die Lage hier scheint geklärt. Bewaffnete Kartellleute sind offensichtlich ausgeschaltet worden. Wir haben die Weisung, sie wieder mit zurückzunehmen zum Hauptquartier. Was mit Ihnen? Ich bin grün, ich habe keine Verletzung. Okay, trauen sich, aber gucken Sie sich Winters und Skymaster an, die sind verletzt. Und dann ist noch Weiß. Ja, das habe ich gar nicht. Da steht neben Moab. Angesichts der Tatsache, wie ihr Auto aussieht, dachte ich mir, ich frage lieber mal nach. Weiß. Ja, wir sind durch Lader Chorel gefahren, um sie zu kontaktieren und plötzlich schießen da wie die Wilden auf uns. Scheibe hat mir das Leben genommen. Ja, da? Jo. Sie sollten vielleicht mal mit dem Zivilisten da drüben sprechen, der sieht nicht so gut aus. Der sitzt im Auto, war die Geisel hier, der Verkäufer. Sie haben vielleicht bessere Fähigkeiten mit dem Mund. Jawohl. Was haben wir für Schuhe binden? Hallo? Guten Tag. Können Sie mich hören? Sie sind jetzt in Sicherheit, wir haben das alles geklärt. Alles in Ordnung bei Ihnen? Brauchen Sie medizinische Hilfe? Alles in Ordnung? Könnt ihr hier hinten beim Zivilisten mal den Sunny haben? Hier hinten. Beim Jeep. Mit dem los. Kannst du den mal angucken? Ja, er spricht nicht. Ich denke, er ist im Schock. Dagegen kann ich nichts tun, aber ansonsten würde ich mal sagen, der ist in Ordnung, körperlich. Ja, die Person befindet sich im Schock, reagiert nicht auf Ansprechung. Ja. Ja, gut, wir können jetzt nicht. Geht das nicht. Kommt schon klar. Wollte sich erholt hat. Jo. Tell wird bestimmt jetzt erstmal. Den Rückmarsch machen wir jetzt folgendermaßen. Vorne weg gehe ich mit meinen Jungs, dann kommen in der Mitte die Detectives und du mit deinen Jungs ganz hinten. Alles klar? Ja. Höre ich da was Größeres? Das Flugzeug. Schon irgendwie, ja. Klingt im Chat. Gut. Professor Winters, sind wir abmarschbereit? Ja, ich habe auch mitgehört. Gut, dann, also Sie folgen einfach mir und meinen Jungs. Hier Fabian McTavish zu mir rüber. Polizisten gefunden. Soll ich irgendwelche Dogtags mitnehmen oder sowas? Ah, nee, das wird eine andere Einheit übernehmen. Guck mal, da warten wir mal, ob es das hergeschickt ist. Das da mit. Wer war denn das, der da gerade weggefahren ist? Ach, der da hinten, der Kamerad. Das war der Zivilist, den wir hier gefunden haben, der gefangen genommen war vom Kartell. Oder? Nee, es war Galaxy, keine Ahnung, wieso er sowas macht, aber okay. Also ich möchte Schießerei liegt mir überhaupt nicht. Gut, dann marschieren wir jetzt los. McTavish und Fabian, ihr hinter Taube und mir. Balderich, wir marschieren dann los, schließt sich hinten an. Oh, okay, dann mal mitkommen. Zur Zapfsäule, wir marschieren ab. Geht ihr zwei wieder voraus, Sky und Winters, und machen Weiß und ich wieder Schlusslicht. Einfach laufen. Ja, anscheinend schon. Also, was macht man da? Ja, jetzt aber echt gekübelt, ne? Gut, dass wir nicht da waren. Stell dir mal vor, wir wären weiter hochgelaufen. Alter, was war das für ein Sound, Mann?
Jetzt höre ich schon wieder was wie Flugzeug. Irgendwas. Aber diesmal von der anderen Richtung, oder? Jo. Amis, das können doch nicht sein. Die greifen sich niemals so schnell ein. Wir brauchen noch Wochen bis Monate. Wie denke ich jeder jetzt schon von ihm mitgekriegt hat, ist auf Tanoa gerade die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Die Kartelle scheinen großen Anschlag geplant zu haben und den auch aktuell durchzuführen. Also Georgetown ist abgeschnitten, die Kollegen dort ebenso, Leinhafen, die kommen nahezu nicht mehr raus aus ihrer, aus ihren Städten. Die US Army, mit der ich hin und her telefoniert habe, von denen kriege ich immer nur Absagen und warten Sie, versuchen Sie später, klar, so nach dem Motto. Also von denen brauchen wir nichts zu erwarten. Nichtsdestotrotz, wir haben nach wie vor noch einen offenen Notruf, um den wir uns kümmern müssen. Und das ist leider Gottes in Vagala. Und dadurch den Anrufer durch die Detectives im direkten Gespräch auch bestätigt, dann jetzt wie es ebenfalls um das Kartell. Einen wohlverletzten Zivilisten gibt es dort bereits. Dementsprechend, ja, hilft nichts. Wir müssen wieder los und die Situation dort vor Ort klären. Das betrifft in erster Linie das SWAT. Die Detectives werden sie jedoch begleiten. Der Zivilist muss in Sicherheit gebracht werden. Irgendwelche Fragen, irgendwelche Klagen? Klagen später, Fragen jetzt. Klo. Haben wir Informationen? Ja. Klo während der Fahrt, denke ich. Also, ich habe Informationen über die Anzahl bewaffneter Verdächtiger. Ah, warten Sie mal, ich habe ja mit den Notruf, beziehungsweise dem Empfänger gesprochen, ich komme mal nach vorne. Also, ja, genau, sagen Sie noch mal was dazu. Sie haben ja auch. Wir haben ja halt einen Notruf erhalten bei der Red Spring Lagebau, beziehungsweise Lagebau. Und ja, es geht darum, dass der Bruder vom Kartell wohl auf übelste zusammengeschlagen wurde, mitten in der Öffentlichkeit beim Tagebau und dann halt komplett mitgezogen wurde nach Vagala. Was sie jetzt mit ihm vorhaben oder was sie da haben, weiß ich nicht. Also es wurde auch nicht weiter gesagt. Es scheint nur irgendwie eine Feier sein. Was eine Feier ist, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht haben wir Glück und die sind alle besoffen. Wissen wir, wo die Feier stattfindet? Ich weiß, dass hier im Norden eine größere Villa steht. Ist das dort? Absolut nicht. Also, wie gesagt, die Information, die ich erhalten habe, habe ich Ihnen jetzt gerade gegeben. Da sein kann auch überall in der Stadt sein, da müssen wir dann. Also das heißt auch erstmal wieder aus der Ferne aufklären, um überhaupt den Brennpunkt herauszufinden. Also der Einsatz ist klar. Allgemeine Worte noch, was die Detectives herausgefunden hatten, ist betrefflich der Morde, nur dass sie alle schon mal informiert sind. Es lässt leider Gottes vermuten, dass das zerschlagene Los Tercios-Kartell irgendwie damit involviert ist oder möglicherweise sogar, dass die Herren hier auf den Tafeln die Einheit waren, die das Kartell letztendlich ausgeschaltet haben. Also mit was auch immer wir das hier zu tun haben, es sind definitiv Kräfte hier mit auf Tanoa zurzeit am Werke, die aus meiner Einschätzung nach eine größere Gefährdung sogar noch darstellen als das Kartell selbst oder die Kartelle. Und da müssen wir wirklich schnellstmöglich herausfinden, wer genau da seine Hände im Spiel hat. Vielleicht helfen uns irgendwelche Beweise oder Hinweise, dass wir die US Army endlich davon überzeugt kriegen, hier auf die Insel zu kommen und uns zu unterstützen. Gut, damit sollte soweit alles gesagt sein. Vagala wartet auf Sie. Geben Sie Ihr Bestes, Männer. Balderich und Winters, können wir uns ganz kurz noch absprechen? Ich muss ehrlich sagen, wir sind weder ausgebildet noch irgendwie haben wir Kampferfahrung. Okay. Mein Team sollte sich wirklich sehr mit. Ich hoffe, dass wir da irgendwie mal mehr herausfinden. Und kannst du Tschüss sagen? Meine Frau, die macht gerade Ultralinfest. Ja,
Ich soll einfach mal die Nachrichten anmachen, dann weißt du, was Stress bedeutet. Das ist unser Fahrzeug, ne? Hau doch ab! Ich hoffe. Da wollen wir dann zum Overwatch-Punkt? Ich höre ein Fahrzeug, Jungs. Ja, ich folge ihm. Dann lass uns mal raus. Ich mach Schlusslicht. Hier geht's hoch. Hier hochklettern werde ich jetzt nicht. Also hier geht's gut. Vorgehen, ich warte hier. Nee, hier geht's gut hoch. Hä? Hier, links. Ja, genau. Ja, schon besser. Also mal ein bisschen aufholen hier. Alles gut bei euch da hinten? Komm gleich nach. Jo, jo. Der Chief muss noch aufs Klo. Super. Komm. Das verstehe ich gut. Ja, der sauft den ganzen Tag Kaffee. Oh, ich bräuchte hier Hilfe. Kannst du mir mal von hinten anschieben, nicht, dass ich runterrutsche? Ja. Jo. Oh, gib mal die Hand. Ja, komm. Hier. Ja, danke. Geh doch. Ja, pass auf, hier ist ein Feldspalter. So. Geile Aussicht, ich war noch nie hier oben. Oh jo, echt geil. Und wohin müssen wir gucken? Was macht ihr, Leute? Das ist mir zu hoch. Papier. Ich muss mal auf die Karte mich orientieren, wohin? Ich wusste, dass du Höhenangst hast, Winters, Mensch. Ich hab was sagen können. Ich... Gott, ist das so. Jo, puh. Bist du da? Jo, ich kann viel von der Stadt sehen, aber ich sehe nichts speziell Auffälliges. Gott, oh Gott. Ich versuche mal noch ein bisschen höher zu kommen. Ohne mich, ich bleib hier unten. Wie bist du hier hochgekommen? Geht außen so ein kleiner Pfad. Seid ihr da hochgekommen? Links. Zum Pfad hoch. Links rum geht auch. Jo, also Tankstelle sehe ich nichts. Oh Gott. Mehr. Also ich sehe. Also ich sehe gar nichts Spezielles jetzt. Siehst du was? Auf weiter gehe ich echt nicht vorne, das müsst ihr machen. So. Ich werde schon vor die schwitzigen Hände. Also gib ihm den Feldstecher. Weil ich sehe hier ja, wirklich nichts. Boden. Da hinten ist noch ein kleines Gebäude, da hängt Wäsche draußen. Ja, nicht, dass die uns irgendwo in eine Falle locken wollten oder so. Ja, ich denk's bald, ja. Das stinkt extrem nach Falle, ne? Ich glaub fast auch. Ich geb's mal durch. SWAT an für Winters, komm. Wieder Ruhe, jetzt müssen sie mir lieber zeigen.
erstmal überleben, ne? Ja, aber warten Sie mal. Ich habe Sorge, dass die Luft hier ganz schön dünn ist. Sehen Sie das auch da hinten? Schauen Sie mal in der Richtung. Das ist ein Feuer. Welche Richtung? Richtung Süden. Ganz weit. Spielen Ihnen doch einen Streich, oder? Nein, nein. Da ist ein Feuer. Da wir, also hier Winters, wir haben ja wie gesagt keine Einheiten in diesem Dorf, Stadt gesehen, also wir vermuten, es ist möglicherweise ein Hinterhalt, haben sie also höchste Vorsicht. Komm. Sieht der Kollege ein Feuer? Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Wahrscheinlich tut ihm die Höhenangst ein bisschen viel das Gehirn vernebeln. Seht ihr das auch? Negativ, ich sehe gar nichts. Genau auf der Felskuppe, da sehe ich doch eine Rauchwolke mit Feuer, genau da. Warte. Da. Ich sehe da nichts. Ich auch nicht. Geh mal, komm, gib mir mal einen Feldstecher. Das wusste ich von unserer Position aus. Ah doch, ich sehe den Rauch. Das siehst du? Richtung 168. Ja, genau. Mit dem Feuer da unter, ne? Ja, genau. Also ich sehe nur den Rauch. Genau da, also genau da. Ja, genau. Was haben Sie denn in Ihren Zigaretten? Ich sehe da gar nichts. Nee, ohne Witz. Doch, da ist Rauch. Ohne Witz. Das ist ein Feuer. Du siehst ja da die, die Fels, hervorsteht. Ja, genau. Ganz oben in der Mitte im Wald raucht's. Ich helfe sie. Sieht es nicht. Ich nehme mal was aus meiner Feldflasche. Ja, gerne, gib mal einen Schluck. Ja. Ich schon einen ziemlichen beschissenen Geschmack in der Flasche. Okay. Man Schuss in die Stadt abgeben, die bewegen sich dann schon. Ja, schade. Wenn ich gleich die Flasche leer saufe, ne. Echt Durst. Meinst du, die Party ist da oben? Boxer. Wo denn? Ja. Oh, mehrere Personen hinten drauf. Winters, komm. Vorsicht, ein Boxer ist in der Stadt angekommen. Stadtmitte, markant blaue Halle, ungefähr Kreuzung, möglicherweise voll besetzt mit Kartelleinheiten. Komm. Siehst du sie? Weiß? Nicht mehr, aber die sind da noch in der Kreuzung, die sind ich hab die Feldstecher. Aha, die haben hinter dem Restaurant angehalten. Ja, dachte ich mir. Okay. Na, jetzt sehe ich sie. Einzelne Personen linksseitig vom Restaurant an der Kreuzung bewaffnet. Nochmal Informationen für Sie, in Einheiten sind ausgeschickt, sind definitiv Kartelleinheiten sind am Restaurant, möglicherweise treffen sie sich oder sowas, weiß nicht, passt auf. Ja, mal in die Richtung schießen, zweite Einheit. Jo. Rauch ist aber. Was ist das? Ich will das wissen. Dritte Einheit, vierte Einheit. Bitte. Vier Einheiten. Ja, habe ich bis jetzt gezählt, aber hinten drauf waren eindeutig sechs. Plus Fahrer macht sieben. Eventuell Beifahrer. Fünf. Ich zähl 5. Jo, sehe ich. Ich sag 7 bis 8 Personen. Jo. 5 eindeutig bestätigt. Einer ist zurückgelatscht. Echt? Ja. Hab ich nicht gesehen. Also nicht ganz zurück, aber der steht jetzt links. Okay, ja. Jetzt bewegen sich wieder hinter dem Pfosten. Ja, ich sehe ihn, ja. Zweiter kommt dazu. Der geht aber zurück. Weil rechts ist gar nichts gekommen.
Ja. Die sind aufgescheucht, die rennen da rum. Okay, die haben irgendwas bemerkt. Du befindest dich in der Nähe. Jo, kannst du mal durchgeben, dass die mit Sicherheit entdeckt worden sind? Die verstecken sich jetzt Richtung Häuser. Sword für Winterscom. Ja, möglicherweise weiß das Kartell von ihrer Ankunft. Die Einheiten haben sich in Hause begeben. Relativ panisch, komm. Siehst du unsere Einheit? Negativ. Ich sehe auch nix. Aber wenn die aus Norden kommen, da ist eh der Baum. Ja, hast du verstanden? Wie gesagt, Einheiten in Gebäude, passen sie auf. Wir versuchen so best wie möglich noch ihnen weiter Aufklärungsdaten zu geben. Ende. Fahrzeug fährt weg rechts Richtung Süd. Mit drei Mann. Fünf Mann. Vorne sind zwei. Vorne sind zwei. Der Zug von Sport hat eingefolgt. Man beobachtet mal das Ding. Hinten drauf drei. Ne? Nehmen wir mal an, die kam zu uns. Dann haben wir definitiv einen Maulwurf. Ja, die kommen da nicht zu uns hoch. Ich behalte das Fahrzeug im Auge. Okay, dann bleibe ich auf der Stadt. Ey, bleibt mal hier in der Stadt, ich hab das Fahrzeug. Okay, geh auf die Stadt. Ja, ich müssen aber definitiv noch drei in der Stadt sein. Einer gelbes Haus, einer blaues Haus. Er ist durchgegangen, die wissen, die haben Sicht darauf. Wo ist denn das Fahrzeug hin? Das halt ab, ne? Ich dachte, das biegt jetzt rechts an und kommt uns jetzt hier hoch. Oh, Glück gehabt, ey. Ich muss hoffen, dass die nicht von hinten kommen. Schüsse? Ja, warte. Oh, er ist hingepackt. Ah, hier liegt's im Moment. Trink noch nicht alles aus, ja, das muss den ganzen Tag reichen. Hier. Alles klar, danke. Wie viele Meter sind das eigentlich? Ach, da zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etwa 800 Meter sind das, ne? 7, 800. Wir eignen jetzt aus Westen in die Stadt, oberhalb Tankstelle. West oberhalb Tankstelle. Hinter dem schäbigen Haus davor. Kommt schon, Jungs, Alter, mach die Schweine fertig. Hä? Tankstelle erkannt, aber sonst sehe ich nichts. Ja, da ist doch, wenn du weiter Richtung Ost guckst, ist doch dieses braune Haus, wo die Läden offen sind. Jo. Dahinter ist mindestens einer von unseren Jungs. Und das habe ich nicht gesehen. Auf Straße steht ein Zivilist, oder ob das einer von den Tangos ist, weiß ich nicht. Na, auf der Kreuzung. Was ist das da oben? Nö, das ist der Strommast. Nee, vor dem Strommast war einer mit Hut. Okay. Ah, jetzt sehe ich einen eigenen darin. Stimmt, Galaxy. Jetzt die Mucke her. Wahrscheinlich von der Party. Was ist das? Du bist jetzt hier? Bette Party. Ja, das trägt bestimmt die Thermik hier hoch. Aber geile Soundqualität, ne? Wir müssen eine ordentliche Anlage haben. Mhm. Will gar nicht wissen, wie das da unten ist. Wahrscheinlich vibrieren die Fensterscheiben. Das Fahrzeug könnte vielleicht noch mehr Leute geholt haben. Ja, noch kommt's nicht.
bin fasziniert von der Anlage. Ich auch. Ja, wie heißt das? Flashmob, ne? Ja, der Wind kommt von vorne. Die hätten uns schon lange gesehen. Kannst du mal gucken, bei dem zerstörten Gebäude? Also nein, zerstört. Bei dem alten Gebäude da. Hinterm Dach. Liegt da ein Toter von uns? Du hast die Tankstelle. Das nächste Gebäude. Liegt da einer? Da liegt doch einer. Jetzt kommt wieder einer. Helikopter! Helikopter rechtzeitig der Stadt! Ein kleiner, oder? Ja, ein Humming. Sollte man gleich mal durchgehen. Mord für Winters, komm. Melde möglicherweise feindlicher Helikopter über ein Einsatzgebiet. Gerade rüber geflogen Richtung Nordost. Mit mehreren Schützen an Bord. Die fliegen sicher zu unserem PD. Die Richtung wird stimmen. Ja. Ich beobachte den weiter. Hast du weiter auf die Stadt? Ich guck. Ich werd langsam nervös. Was lachst du? Das ist die Rauchwolke von uns, ausgesehen, was markiert worden ist. Und was ist da? Rauchwolke, die ich nicht sehe. Toll. Was soll da sein? CIA-Kontakt? Was hat denn jetzt die CIA damit zu tun? Ich komm gar nicht mehr nach. Die CIA hat anscheinend den Auftrag. CIA hat anscheinend den Auftrag gegeben, dieses Ghost Team zu töten. Was? Ihre eigenen Leute? Holy shit. Positiv zu verstanden, wir haben bereits Sicht von hier aus auf diesen CIA-Kontaktpunkt Rauchentwicklung dort vorhanden und ein großes Feuer kommt. Das ist, glaube ich, auch noch eine Hütte. Ja, so verstanden, machen wir uns auf den Weg. Ende. Ich glaube auch so, wir müssen los. Ja, wartet, ich muss erstmal hier wieder heile. Ultra rutschig da, Mann. Von dem Moos, der Scheiß. Da. Alter, ultra. Oh, leck mir am Morsch, du. Oh, oh. Wow. Oh, aua, aua, aua. Aua. Ah. Mann, soll ich ja auch helfen? Ja, es geht, aua. Ah, leck mich. Oh, nee, ne? Mmh.
Laufschritt. Jetzt gehen wir zum Fahrzeug zurück. Oder? HQ für Winters Common. Melde, ein vollbesetzter Helikopter ist in unserem Einsatzgebiet geflogen in Richtung Nord an unserem HQ vorbei. Möglicherweise könnte es sein, dass CIA dort aufgesessen ist. Komm. Wieso denkt auch alles? Ein G am Gelaufen. Ja. Ja, du sitzt hoffentlich bequem. Ja, das ist angenehm. Du hast schon eine Blasen an den Füßen bald. Es gibt gleich Gewitter, da dachte ich, ich setze mich rein. Ich hab mal ein bisschen mit Gedanken gespielt. Ja. Wenn die CIA damit eingewickelt ist, dann kannst du dafür ausgehen, dass die USA definitiv nicht eingreifen wird. Ja, das würde auch dieses Abwimmeln erklären, ne? Irgendwie an die großen Medien weitergeben. Irgendwie, keine Ahnung, Tamtam machen. Wir sind ja in den Staaten aktuell in der Regierung, vielleicht einfach der Gegenseite Daten geben. Russland? Trump und Russland machen. Wir reden nicht von Russland halt hier, Parteien übergreifen. Also hier nicht die von Trump, sondern die von Opposition, weißt du? Clinton, genau, genau. Ja, das könnte man machen, aber ich würde halt überall, auch Europa. Überhaupt nicht die Möglichkeit zu geben, dass ich überbringe dich nicht mal. Ein bisschen auch mehr Gas. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, warum jetzt hier die CIA auf einmal ihre scheinbar eigenen Leute umlegt. Also. Über sollte ich. Vorsicht reingefahren. Nee, komische. Bürger zu mir. War zu lange nicht mehr im Einsatz, glaube ich. Haben wir Verluste? Steigen wir aus. Verletzte, wie es aussieht. Hallo Jungs. Winters, unser nächstes Ziel ist da. Ja, oder? Ich weiß nicht, haben wir vielleicht vom Overwatch Front gesehen, dass wir, wie gesagt, ja, großes Feuer noch auf. Alter. Hallo Jungs. Oh shit. Weißt du was? Wir gehen schon langsam an, langsam los. Jo. Wir sind nicht Marsch. Hä? Wir sind nicht ein bisschen schneller? Scheiße, noch die noch raus. Naja, komm, vielleicht können wir nochmal gehen. Steiler Ausstieg, ja. Ich hab mal einen durchgeladen. Im Falle eines Falles. Ah, scheiße. So. Also was, also wenn ihr eh einer raucht, Alter, dann will ich auch einer rauchen. Ja, die sind weg, ne? Die sind eher. Oh, mein Akku ist ziemlich schwach. Hört ihr mich noch? Jo. Ja. Lämpchen leuchtet schon rot. Ah, ich hab einen Ersatzakku im Auto. Komm, wir müssen der. Super. Rechts. Was der Winters immer so bei sich hat, ist der Hammer. Ja, für irgendwas wird ja mal Detective. Also ich bin schon bald über Detective, mein Bruder. Ich bin Officer. Das ist fast das gleiche. Ja, das stimmt allerdings. Kommt. Bist du sicher, dass wir hier hoch müssen? Ja, so viel ist das nicht. Sind die anderen nicht weiter unten? Ich sehe kein Feuer mehr. Gar nicht. Oder sind die jetzt so weit unten?
ist unser Spotler da vorne? Keine Ahnung. Baldrich für. Oh. Deckung, 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 das waren doch nicht unsere Leute. Nein. Oh, da guck mal, wie der Erik Lutz mit der Pumpgun abgeht. Zwei bekämpft, drei bekämpft. Wurde jemand getroffen? Alles klar, wir rücken weiter vor. Alter! Ist die Eigen auf mich, ey! Was seid ihr denn? Ach, hier. Ach, wir sind schon drin. Ja, Baldrich, dann gib uns Sicherung, wir durchsuchen alles. Wer übernimmt das Laptop? Blau übernimmt. Ich übernehme Laptop. Ich durchsuch die Leichen. Rot, dann müsst ihr nochmal durchcammen, das ist nicht komplett sicher. Ja, ist klar. Weiß, schreib mal auf, schreib mit. Jo. Moab, das ist aber Status. Ziele schreite gut voran, zwei Ziele verbleiben, das ist also leben noch zwei. Eine. Gut, das, vielleicht gehen wir in Funkkontakt. Regierung. Habt ihr den Funk gerade auch gehört? Jo. Haben wir von hier? Guck mal die Uniform durch. Ja, ja, nichts Besonderes. Auch ja, bitte mal hier im Südwesten am Feuer sammeln. Was Funkgerät mal mit. Und den Leichen habe ich sonst nichts gefunden. Janik, du nimmst den Osten. Glaub, du nimmst den Süden. Er hat gar kein Funkgerät bei sich. Ja, das habe ich schon genommen. Ah, okay. Kennt man sich an. Im Südosten. Er weiß, Jado? Ja, hier. Besucht mal in der Richtung. Hier findet ihr noch was. Ich guck einfach den Süden an. Ja, pass. Und wohin? Ah, zurück zum Auto. Meinst du? Die Information kriegen, die zwei Überlebende. Wer sind das? Wer kann das sein? Ex-Militär. Kann der Informant sein. Meinst du, wir können nicht von hier oben schießen? Weit, das, wir haben nicht so viel Munition, außerdem... Hier links! Ruhigen Finger habe ich nicht, nee, noch nicht. Geht doch schneller! Ja, da war ja was. So schräg, runter so. Der Informant, meine Wunde ist wieder aufgegangen. Also, und dann haben wir noch einen, der überlebt hat. Wo ist er jetzt? Informant und noch einen. Ich muss mich kurz verbinden. Wissen du? Ah, hier oben. Jo, weiter. Nehmen wir noch Verbände? Jo, hab ich. Brauchst du? Ja, warte mal. Ne, die Wunde ist zu. Ja, ich hab's gerade zugemacht. Okay, komm. Los, los, los. Die Rippen melden sich so langsam wieder, Alter. Wenn wir jetzt den Kurs beibehalten, kommen wir jetzt gleich wieder auf den Weg.